Hallo liebe Stillhalter, Backtests im Options- und im Börsenhandel taugen für die Praxis nichts. Gleichzeitig sind sie aber unglaublich wertvoll. Um dieses Thema und um diese Diskrepanz soll es in diesem Video gehen. Und wir persönlich nutzen auch sehr, sehr viele Backtests, um unsere Optionsideen zu plausibilisieren. Und dazu nutzen wir zum Beispiel für kurzfristigen Optionshandel gerne die Optionssoftware Option Omega. Wir haben dazu auch schon mal ein separates Video gemacht. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung oder auch Plattformen wie den OptionNet Explorer. Und gleichzeitig nutzen wir das zwar sehr, sehr viel. Ich bin aber persönlich auch immer sehr, sehr skeptisch, wie viele Optionshändler da draußen mit den Ergebnissen aus solchen Tests umgehen. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen die Awareness, sagt man ja im Englischen, schaffen, also ein Gefühl dafür geben, dass man einfach gucken muss, dass man zwar Backtests benutzen kann, aber auch aufpassen muss, dass man sie in der Praxis richtig verwendet. Was meine ich damit? Machen wir mal ein einfaches Beispiel und ich habe es hier schon mal vorbereitet. Das ist jetzt hier ein ganz einfacher Trade auf die Spider-Option, also auf den liquidesten S&P 500 ETF, einen einfachen Short-Put. Der wird verkauft an einem 25er Delta, 50 Tage Laufzeit. Ich habe jetzt gesagt, jeden Tag um kurz nach Börseneröffnung gehen wir rein und wir machen jetzt einfach mal kein Trade-Management. Das heißt, wir lassen die Option wertlos verfallen und wenn sie in den Stop-Loss laufen, also den gibt es quasi nicht. Und da kommt jetzt ein Ergebnis raus und es sieht erstmal ganz gut aus. Ich gucke mir jetzt hier die Metriken an. Das System hat jetzt hier in den letzten 2 Jahren 20.000 Dollar verdient auf dem 100.000er Konto, hat 9,2% Average Compounded Average Growth Rate erzeugt, also Rendite pro Jahr vereinfacht gesagt, und hat den maximalen Drawdown von 14,5%. Ist ja eigentlich mal nicht schlecht. Und wenn ich mir jetzt auch hier diese Metriken angucke, okay, der Average Winner sind 600 Dollar, Average Loser ist ein bisschen groß, 2000 Dollar, aber ich habe ja 90% Trefferquote. So, also 90% Trefferquote ist ja schon mal gigantisch. Da werden auf Börsenmessen riesige Plakate gemacht mit 90% Trefferquote. Guckt mal, wir haben das jetzt hier innerhalb von 2 Sekunden mit ein paar Klicks auch erzeugt. Was natürlich hier eben dann nicht steht in der Praxis, ist dann eben das, oder auf diesem Plakat ist dann eben, dass es einen 2000 Dollar Loser gibt. Und was jetzt hier zum Beispiel auch nicht so schön ist, sind diese 4000 Dollar maximaler Loser. Aber hey, wir sehen ja, am Ende ist sich das Ganze gut ausgegangen. Das System ist profitabel und hat hier Profit erwirtschaftet. So, und ich bin jetzt einfach hergegangen, habe jetzt hier diese Strategie blind reingeklickt, habe einfach ein paar Parameter reingemacht und könnte jetzt ja sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht das beste System, aber damit handle ich jetzt mal los. So, aber taugt es dann wirklich was für die Praxis? Da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und zwar aus dem folgenden Grund. Ich habe jetzt einfach hier irgendwelche Parameter reingeworfen. Ich habe an dem Test auch gar nicht groß rumgedoktert. Ich habe das jetzt einfach reingeworfen und wir sehen ein Ergebnis und ich sehe, okay, es ist grün und ich lege los. Ich habe mir aber vorher überhaupt keine Gedanken über das Ganze gemacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich machen, wie oft möchte ich handeln, welche Optionen nehme ich, welche Laufzeit sollten die haben, welchen Zeitaufwand bedeutet es dann auch für mich in der Praxis und was mache ich zum Beispiel eigentlich mit meinem Trade- und Money-Management-System. Und ich sag mal, es gab ja auch den Optionshandel lange bevor es solche Software gab. Und was haben die Leute damals gemacht? Sie haben sich Gedanken gemacht. Sie haben auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, welche Handelsstrategie macht denn überhaupt grundsätzlich für sie Sinn, macht aus logischen Gründen Sinn, aber macht auch in der Praxis für sie Sinn. Und das wird sehr, sehr oft unterschätzt bei diesen Backtests, dass die praktische Anwendung oft sehr zu kurz kommt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, weil man sich einfach hier sofort auf die Plattform stürzt, was natürlich auch irgendwie Spaß macht, man tweakt ein bisschen die Parameter rum und dann kommt ein Ergebnis raus und legt dann los. Meiner Meinung nach ist aber der bessere Weg umgekehrt. Ich muss erstmal mir überlegen, vielleicht das auch mit ein paar Trades schon mal im Paper-Konto, meinetwegen auch im Echtgeldkonto mit kleinem Risiko, wenn man schon grundsätzlich weiß, was man da macht, ausprobieren, ob das Ganze auch für die Praxis anwendbar ist. Und dann in den Backtest gehen, um sich seine Thesen, die man sich hier schriftlich aufgeschrieben hat, nochmal bestätigen zu lassen. Weil sonst ist es oft so, ihr habt jetzt zwar hier ein schön grünes Ergebnis und man denkt sich jetzt auch hier, oh okay, 4000 Dollar maximaler Verlierer, ist zwar nicht so schön, kam jetzt aber auch nur einmal vor und in 2 Jahren und da komme ich dann schon durch, das sind ja auch nur 4% und so weiter und so fort. Diesen einen Schritt weiter denkt man aber oft, wenn man hier einfach nur dieses Bild hat, nicht. Man denkt dann vielleicht, ja, okay, oder woran sollte man noch denken? Ja, okay, das ist jetzt hier eine rein bullische Strategie.
Ich habe vielleicht aber gleichzeitig noch ein Portfolio, wo ich Cash-Ticket Puts drin habe, wo ich Aktien drin habe. Und wenn ich natürlich dann hier so einen Trade habe, der ja hier mit 4.000 Dollar doch relativ groß reinhaut, ich aber im ganzen restlichen Depot auch bullisch unterwegs bin. Und was wird denn für diesen maximalen Loser gesorgt haben? Der Markt ist stark gefallen, die Vola ist angestiegen. Was passiert dann mit meinen Cash-Ticket-Puts und mit meinen Aktien? Da werde ich auch ein Problem haben. Das heißt, in der Realität habe ich hier wahrscheinlich nicht 4.000 Dollar Verlust, sondern das sind realisierte Verluste und dann habe ich noch Buchverlust und Cash-Ticket-Puts. Sagen wir mal, ich habe dann 20, 25.000 in meinem Gesamtdepot Verlust. Dann ist es halt auch ziemlich einfach geschwätzt, dass ich das System einfach nur durchziehen muss, um dann wieder auf ein Allzeithoch zu bekommen. An sowas kann ich denken, wenn ich so einen Backtest durchführe. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, solche Gedanken kommen mir nicht unbedingt am PC, sondern wenn ich das Ganze einfach systematisch für mich erstmal in der Theorie durchdenke, auch mal in der Praxis ausprobiere und dann erst in den Backtest gehe, um dann solche Feinheiten mir dann nochmal rauszupicken. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, der maximale Loser ist mir zu groß. Ich setze jetzt zum Beispiel hier mal einen Stop-Loss von 200% und wir lassen das Ganze jetzt einfach mal laufen im Hintergrund, warten einfach mal hier kurz ab, bis das Ergebnis rauskommt und fangen dann damit an zu arbeiten. Ich hoffe, es wird schon ein bisschen klar, worauf ich letztendlich hinaus will. Diese sture Fixierung auf diese KPIs wird in der Praxis oft nicht zum Erfolg führen. Weil jetzt habe ich zum Beispiel hier, habe ich jetzt mit diesem einfachen Parametersatz, weil ich mir eben vorher Gedanken gemacht habe über meinen Stop, okay, gesehen, okay, ich kann den Verlierer jetzt hier deutlich reduzieren. Der Average Winner, an dem hat sich gar nicht viel getan. Warum auch? Ich habe ja keine Take-Profit-Order oder und so weiter gemacht. Ich habe und mein System funktioniert jetzt hier sogar besser. Sogar die Trefferquote ist ein bisschen besser geworden, weil ich jetzt hier mehr Trades gemacht bekomme, weil der Loser-Trade jetzt nicht so lang im Markt ist. Sind jetzt aber Kleinigkeiten, aber die euch zeigen, okay, wenn ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht habe, dann komme ich vielleicht hier auf solche Ideen hier gar nicht. Ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein banales Beispiel, aber ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, lege ich jetzt hier los mit dieser Strategie. Worüber ich mir jetzt aber auch für die Praxis keine Gedanken gemacht habe, ist, wie gehe ich denn psychologisch mit Verlust-Trades um? Und egal, was ihr hier eingebt, es wird Verlusttrades in der Praxis geben. Und da muss ich einfach auch psychologisch vorbereitet sein. Und sowas kann natürlich so eine Darstellung überhaupt nicht liefern. Wie ist es denn, wenn ich jetzt einfach mal vielleicht auch ein Viertel oder ein halbes Jahr in einem Drawdown bin, wenn mein Konto nicht so richtig vorwärts geht, wenn es vielleicht nach unten geht, ziehe ich dann wirklich diese Trades in der Praxis durch? So eine Auswertung hier kann helfen, dabei zu bleiben. Aber die Praxis entscheidet am Ende dann doch immer noch. Und ein wichtiger letzter Punkt, den ich euch gern mitgeben möchte, ist auch das Thema, dass man bei solchen Backtests, und das passiert meiner Meinung nach nicht, wenn man sich vorher auf dem Papier Gedanken macht, dass man schnell anfängt, diese zu überoptimieren. Das heißt, dass ich zum Beispiel sage, ich mache ihr kennt alle diese Systeme, wo zwei Moving Averages sich schneiden und dann der Markt nach oben geht, dann gehe ich long und so weiter. Und wenn ich so lange, jetzt habe ich einen gewissen Zeitraum, ein, zwei Jahre, und ich doktere so lange an diesen verschiedenen Parametern um. Das ist jetzt der 20er, der 21er, der 23er Moving Average mit dem 24,5er gekreuzt, wie auch immer. Irgendwann werde ich zu dem perfekten Ergebnis kommen. Aber das ist dann ein Parametersatz, der mir vielleicht das perfekte Ergebnis liefert und der ganze Rest ist Mist. Und in dieser Überoptimierung komme ich aus meiner Sicht auch schnell, wenn ich mich direkt hier auf diesen Backtest stürze und nicht mir vorher die Gedanken gemacht habe und nicht vorher in der Praxis auch schon mal vielleicht mit einer kleinen TWS schon mal alles ein bisschen vorher abgetestet habe, um dann zu gucken, wie geht es weiter. Ich kann ja noch ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung sprechen. Wir handeln ja auch selbst sehr gerne und sehr intensiv Optionsstrategien mit kurzfristigen Optionen, das heißt mit 0 Tagen Laufzeit, mit einem Tag Laufzeit und machen das auch schon eine ganze Weile. Und wir haben das Ganze angefangen, ohne hier irgendeinen Backtest durchzuführen. Wir haben das Ganze einfach gemacht, indem wir es ausprobiert haben. Wir haben die Optionen reingeklickt, wir haben sie beobachtet, wir haben verschiedene Möglichkeiten getestet, um die möglichst automatisiert zu schließen, wenn sie im Verlust sind. Haben uns Gedanken gemacht, okay, was macht denn Sinn? Welche Verlustregeln machen wir? Nehmen wir Gewinne mit und so weiter und so fort. Und handeln das schon eine ganze Weile, haben dann immer wieder neue Sachen auch ausprobiert, haben das Ganze dann erweitert, ohne hier jemals einen Backtest gemacht zu haben. Und gerade diese Erfahrung hilft dann eben auch, diese praktische Erfahrung hilft dann vor allem eben für die Durchstrecken. Und
Wir zeigen auch diese ganzen Strategien in unserem Cashflow-Seminar, das jetzt wieder im Juni diesen Jahres stattfindet, auch mit diesen ganzen Stories dahinter. Wir nutzen aber natürlich mittlerweile auch solche Softwaren wie Option Omega, um dann einfach auch diese Sachen weiterzuentwickeln. Die Grundprinzipien sind aber immer noch die gleichen, wie als wir das erstmal hier so einen Trade reingeklickt haben. Vielleicht nicht ganz gleichen, aber schon sehr, sehr ähnlich. Und das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg, der hat sich zumindest für uns als erfolgreich gezeigt, dass man diese beiden Elemente kombiniert, sich nicht nur blind auf das eine oder das andere verlässt, sondern das Beste eben aus beiden Welten herausholt. Abschließend vielleicht noch eine Anmerkung. Wir bekommen sehr, sehr häufig auch auf Vorträgen, nicht so sehr auf Seminaren, aber auf Vorträgen, die erste Frage ist dann, was sagt denn der Backtest? Ich möchte es jetzt gar nicht so despektierlich meinen, wie ich es vielleicht jetzt gerade rübergebracht habe, aber was sehr, sehr häufig dann der Fall ist, wenn man dann sagt, ja, der sagt gut, 10% im Jahr, dann schalten die Leute schon ab. Ohne zu verstehen eben, was denn da eigentlich dahinter steckt. Wie gehe ich denn damit um in der täglichen Handelspraxis und vor allem auch mal, wenn es nicht so sehr läuft. Deswegen, ich weiß, das ist jetzt kein ganz schwarz-weißes Video, aber ich denke, diejenigen von euch, die auch schon ein bisschen Handelserfahrung haben, die werden mir das bestätigen können, dass nicht das eine noch das andere die komplette Wahrheit ist. Ich freue mich sonst sehr gerne auf die Diskussion mit euch in den Kommentaren. Wer tiefer reingehen will, sollte sich unbedingt das Seminar mal angucken. Vergesst ansonsten nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bis zum nächsten Video und bis bald.